Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der vierten digitalen Ausgabe von Pauls portablen Planetarium, live aus dem Deutschen Museum in Bonn. Und wenn Sie jetzt gerade Musik hören, mich hören und sehen, dann haben wir hier alles richtig gemacht, denn wir haben einige Stunden hier die Technik aufgebaut, um diesen Livestream zu ermöglichen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Machen wir uns einen schönen Sternenabend zusammen. Pauls portables Planetarium ist normalerweise eine Veranstaltung, wo hier wirklich ein volles Haus ist. Die Leute stehen bis oben auf die Empore. Aber in diesen Zeiten, ihr wisst es, machen wir das Ganze digital. Und Pauls portables Planetarium heißt deshalb so, weil es vor 10 Jahren mal die Idee gab, den aktuellen Sternenhimmel auf eine Leinwand zu projizieren, nicht wie in einem richtigen Planetarium auf eine Kuppel, sondern auf eine Leinwand, aber immer den aktuellen Sternenhimmel zu erklären und gleichzeitig Highlights aus der Weltraumforschung zu präsentieren. Das ist das Konzept hier seit 10 Jahren und ich freue mich, dass wir das hier eben auch in dieser Form weiterführen können. Nun, ich habe entsprechend einen Vortrag mitgebracht. Pauls portables Planetarium hat immer einen Schwerpunkt und dieses ist diesmal der Planet Mars. Man hat doch viele Jahrzehnte lang sich ein bisschen gefürchtet. Invasion vom Mars, jetzt müsste der Mars sich langsam fast fürchten. Invasion von der Erde, könnte man sagen. Es hat eine Menge Mars-Missionen in der letzten Zeit gegeben. Einige sind da gerade sehr aktiv vor Ort und es gibt spannende Dinge zu berichten. Und natürlich beginnt dieser Vortrag wie immer mit einem Blick auf den aktuellen Sternenhimmel. Dazu benutze ich ein Planetariumsprogramm, das kostenlos ist, deswegen darf ich hier auch Werbung dafür machen. Stellarium heißt die Software und auf stellarium.org können Sie sich das selber auf Ihren PC runterladen. Inzwischen gibt es sogar eine Web-Anwendung dazu, da brauchen Sie nicht einmal irgendwas zu installieren. Sie können es einfach so mit dem Handy, wo immer Sie gehen und stehen, können Sie sich den Anblick des Sternenhimmels zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Orten simulieren. So, wir schwenken jetzt auf den anderen Rechner über. Da habe ich die aktuelle Zeit eingestellt. Da sehen wir eine Simulation des gegenwärtigen Himmels. Ich habe mal dem Frühling entsprechend hier eine Landschaft gewählt mit einem blühenden Rapsfeld. Hier auf dem Weg nach Bonn kann man solche schon auch sehen in diesen Frühlingstagen. Wer das Programm Stellarium genauer kennt, der weiß, dies ist eine dieser voreingestellten, mitgelieferten Landschaften, die man dann immer einstellen kann. Und das ist tatsächlich eine Panoramaaufnahme von Garching. Also ist es nicht Bonn, aber es könnte Bonn sein. So, wir schauen einmal jetzt hier. Die Sonne steht noch ziemlich hoch im Westen. Es ist früh am Abend, die Tage sind länger geworden. Und das Schöne ist, wir können mit ein wenig Zeitbeschleunigung die Sonne nun untergehen lassen. Ich mache das jetzt einmal. Sie versinkt nicht mehr genau im Westen, nein, sie versinkt ein bisschen Richtung Nordwesten. Und kaum, dass sie untergegangen ist, sollten wir einmal den Blick genauer an den Horizont richten. Noch ist es sehr blass, aber Sie sehen schon, das Wort Venus taucht auf. Ja, die Venus, unser Abendstern, ist wieder zurück nach längerer Abwesenheit. Aber sie quält sich ein bisschen, die gute Venus. Sie hat es nicht leicht. Sie ist noch ziemlich nah dran an der Sonne. Erst im Mai wird sie ein bisschen so einen Abstand haben, dass man sie auch mit dem bloßen Auge nach Sonnenuntergang finden kann. Im Moment ist das noch ein bisschen schwierig. Und wenn wir die Zeit noch ein wenig weiterlaufen lassen, die kann ich hier einblenden. Übrigens, die Zeiten sind berechnet hier für den Standort für Bonn. Und wenn ich jetzt die Zeit mal etwas vorspule, dann sehen wir, wir haben es mit 2 Abendsternen im Moment zu tun. Oberhalb der Venus leuchtet Merkur. Und Merkur gibt in diesen Tagen ein Abendgastspiel. Das hat noch gar nicht so richtig begonnen. Wir sind ja noch Ende April, so in der ersten Maihälfte wird Merkur ganz gut zu sehen sein. Merken Sie sich die Stelle am Horizont, wo die Sonne untergeht? Und dann schauen Sie mal 40 Minuten später genau in die gleiche Richtung, ein Stückchen über dem Horizont. Dann sollten Sie vielleicht die helle Venus ganz tief sehen und oben drüber so ein
ja, vielleicht eine knappe Faustbreit am ausgestreckten Arm. Irgendwas oberhalb, ziemlich genau oberhalb, sehen Sie den Merkur. Ich kann Ihnen sogar das mal tagweise vorspulen, dann sehen Sie, der Abstand wächst, sowohl der Planeten zum Horizont als auch untereinander. Das heißt, die Venus wird auch den größeren Abstand kriegen und der Merkur macht entsprechend auch eine Art Schleife, geht hoch und wird dann Mitte Mai sich der Sonne langsam nach dem 17. Mai wieder annähern. Also zwei Abendsterne, nicht ganz leicht zu finden. Ein Fernglas hilft in jedem Fall und Sie brauchen eine freie Sicht zum West-Nord-West-Horizont. Das also die etwas schwierigen Planeten in der Abenddämmerung. Jetzt lassen wir die Zeit nochmal im Vorwärtsgang gehen, dann kommen die ersten Sterne raus. Hier in dieser Darstellung sind sie auch beschriftet. Hier sehen wir zum Beispiel Capella im Fuhrmann. Ab und zu kommt eine Sternschnuppe vorbei. Ich habe eine Sternschnuppenrate in dem Programm programmiert, das kann man auch machen. Da war gerade auch eine. Sie sehen, hier ist noch ein dritter Planet im Moment am Abendhimmel. Das ist der Mars. Und Sie sehen, da funkelt eine Vielzahl von Sternen. Es fällt manchmal ein bisschen schwer, sich zu orientieren. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam tun. Hier im Nordwesten sehen Sie tief am Horizont ein Sternbild, das man eigentlich eher dem Herbst zuordnet, das aber für Deutschland ebenso wenig untergeht wie der große Wagen, der gegenübersteht. Es ist die Kassiopeia, das Himmelsweh. Den Perseus haben wir hier noch. Und hier sieht man im Westen noch die drei Gürtelsterne. Der Orion geht unter. Hier haben wir den Fuhrmann mit Capella. Wir haben hier die Zwillinge, haben den Procyon im kleinen Hund und Sirius im großen Hund nähert sich auch dem Horizont. Ja, das sind die kläglichen Reste des Wintersternhimmels, weil sich die Himmelsbühne dreht in dem Maße, in dem wir als Erde um die Sonne herumfliegen, gehen die Gestirne jeden Tag 4 Minuten früher unter. Gleichzeitig werden die Abende immer von Tag zu Tag heller, weil wir jetzt vom Frühling langsam, wir sind ja schon im Sommer, Halbjahr fast, also dass wir nach der Tag- und Nachtgleiche immer längere Tage haben, dann geht es dem Himmel doppelt an den Kragen. Die Himmelsbühne dreht sich und die Abende werden heller. Das heißt, die Wintersternbilder ziehen sich zurück. Damit Sie ein bisschen Orientierung haben, blende ich jetzt hier einmal Verbindungslinien ein. Das vergleiche ich immer gerne mit Malen nach Zahlen. Wir können uns die Sterne zu Linien, zu Figuren verbinden und können sie auch benennen. Dann hätten wir hier die Zwillinge, sehen auch so aus wie ein paar Strichmännchen, das kann man sich gut merken. Der Himmelsjäger Orion, der geht fast unter. Hier ist noch Aldebaran im Stier. Und wie gesagt, Mars mit dem Mang. Und das hier sind die Reste, die hellsten Sterne hier, des sogenannten Wintersechsecks. Nur der Riegel ist schon untergegangen. Ja, das heißt, wir können jetzt auch mal den Ausschnitt ein bisschen größer wählen und die Zeit etwas vorspulen. Dann verschwinden sie, die Wintersternbilder. Und wenn wir dann jetzt mal, wir hätten jetzt schon so 23 Uhr, dann ist es gut dunkel. Wenn wir jetzt einmal in der kommenden Nacht den Blick nach Süden wenden, 23 Uhr, dann sehen wir hier eine Konstellation. Steht schon dran, dass es ein Löwe sein soll, aber ehrlich gesagt, liebe Leute, das sieht aus wie so ein altertümliches Bügeleisen mit Griff. Dass man darin einen Löwen sieht, gut, dass die Bezeichnung Löwe stammt aus einer Zeit, wo, glaube ich, Bügeleisen noch nicht so weit verbreitet waren, nämlich aus dem alten Babylonien oder so, jedenfalls aus dem alten Orient. So lange gibt es einige Sternbildnamen schon. Sie sind dann in unsere Kultur übernommen worden, über Griechen, Römer, bis auf den heutigen Tag. Und wie man das von einem Planetarium kennt, kann man sich das eben auch figürlich einblenden. Bei dem Programm Stellarium genügt dazu der Druck auf die Taste R und schon ist der Himmel befüllt mit verschiedenen Figuren. Einige kennen Sie vielleicht vom sogenannten Tierkreis. Wir haben die Zwillinge, den Krebs, den Löwen. Da wird die Sonne im August stehen. Dann zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst wird die Sonne hier im Stern mit Jungfrau stehen. Und dann wandert sie weiter im Spätherbst in die Waage. Und da ist gerade ein weiteres Objekt aufgegangen, nämlich unser guter Mond. Der ist
als Vollmond unterwegs, ist jetzt noch zu 99%, wie ich hier sehen kann, beleuchtet. Und wir folgen dem Mond mal ein wenig, wir lassen die Zeit wieder vorlaufen. Ich gehe jetzt mal auf, ja, nach Mitternacht, sagen wir mal 1 Uhr, ich halte bei 1 Uhr die Uhr nochmal an. Dann steht der Mond im Südosten und man kann schon sehen, der Mond hat eine flache Bahn über dem Horizont. Der Mond steht im Sternbild Waage sehr weit südlich, so wie die Sonne im fortgeschrittenen Herbst. Das Schöne am Programm Stellarium ist, mit einem Druck auf die Leertaste kann man das Objekt zentrieren und mit der Bildtaste dann hineinfliegen, als hätten wir ein Teleskop. Also wir sehen hier sehr schön, der Mond ist noch als fast Vollmond unterwegs. Er nimmt schon ein kleines bisschen ab. Und wenn ich das jetzt tageweise vorspulen würde, würde man sehen, wie er von Tag zu Tag abnimmt und auch unterm Horizont verschwindet. Deswegen mache ich das schnell mal wieder rückgängig und beame mich wieder in die aktuelle kommende Nacht. Das ist sogar schon eine Nacht weiter. Noch einmal auf die Minustaste. Dann ist er nämlich nächste Nacht schon im Skorpion weitergewandert. Das ist nämlich ein Sternbild, was als nächstes hier erscheinen wird. Ich lasse die Uhr noch mal ein bisschen vorlaufen. Wir folgen dem Mond. Es sieht so aus, als würde der Horizont unter uns hinweggleiten. Und tatsächlich haben wir den Mond genau im Süden in der kommenden Nacht, in den frühen Morgenstunden des 28. April, so etwa gegen 2:30 Uhr mitten in der Nacht. Neue Sternbilder haben sich hier im Osten und Südosten gezeigt. Und das sind Sternbilder, die eher schon in Richtung Sommer zeigen oder Frühsommer. Da haben wir hier den Skorpion, den Schlangenträger und mit Deneb im Schwan hier, Vega in der Leier und Attair im Adler haben wir hier im Ost-Südosten nachts das Sommerdreieck schon. In der gleichen Zeit hat sich hier der große Bär, der große Wagen, den alle kennen, schon sehr hoch am Himmel schon Richtung Westen gedreht. Wenn ich in der Nacht mal etwas wieder zurückgehe, sieht man, dass der große Bär so abends seinen Höchststand im Süden hat, so sagen wir 10:30 etwa. Und das ist eine gute Orientierungsmarke, denn über den großen Bären kann man sich am Himmel sehr gut zurechtfinden, gerade jetzt, wo er so hoch am Himmel steht, an Frühlingsabenden. Wenn man hier von diesem Wagen, ihr seht, der Wagen ist ja nur ein Teil vom großen Bär, aber eigentlich ist es die große Bärin, Ursa Major, die Bärin, die große. Dann ist das hier dieser Kasten vom Wagen und ein zoologisch nicht so ganz zutreffender, ziemlich langer Fuchsschwanz, den dieser Bär, diese Bärin hier hat. Das ist die Figur, wie man sie sich vorstellt, aber wir kennen den großen Wagen oder in Amerika würde man den Big Dipper nennen. Also jede Kultur hat so für diese Figur einen eigenen Namen. Aber Ursa Major ist die korrekte Bezeichnung. Wenn man hier 1, 2, 3, 4 Mal so etwa diese Linie hier verlängert, kommt man zum Polarstern. Und das ist das Schwanzende des kleinen Bären, der sich hier als kleiner umgekehrter Wagen hier so reinkringelt. Das ist der Polarstern. Polaris. Und die Deichsel kann uns am Himmel auch behilflich sein, nämlich wenn man dem Schwung der Deichsel folgt, kommt man zu einem der hellsten Sterne am Nachthimmel, das ist der Arktur. Und wenn man diesen Schwung weiter verlängert, so einen Bogen hier macht, dann kommt man zu diesem hellen Stern im Stern mit Jungfrau, das ist der Stern Speaker, leuchtet ein bisschen bläulich und Arktur, wenn Sie darauf achten, ein bisschen orange. Und mit hier diesem Stern Regulus im Löwen, Arctur, da leuchtet auch die Schrift schon ein bisschen orange. Da sieht man schon, das Spektrum des Sterns ist ein Riesenstern. Und der ist kühler an der Oberfläche und etwas rötlich. Und hier sehr bläulich, Spica in der Jungfrau. Diese drei hellen Sterne bieten uns Orientierung am Frühlingshimmel. Und die haben auch eine inoffizielle Bezeichnung. Sie heißen nämlich Frühlingsdreieck. Es ist keine eigene Konstellation, es ist eher so etwas Informelles, aber dient der Orientierung. Also hier das Frühlingsdreieck. Ich möchte aber noch mal in der Nacht jetzt vorspulen, 23:30 Uhr,
halb zwei, halb drei, halb vier Uhr nachts. Der Mond wandert weiter hier nach Westen. Oh, falsche Richtung. Halb vier, halb fünf. Und jetzt kommt langsam im Südosten, hier unten in der Ecke, da tut sich was. Kurz bevor es hell wird, sehen wir nämlich hier, ich mache die Sternbilder mal wieder weg, da sehen wir hier Saturn und Jupiter aufgehen. Die zwei Riesenplaneten, die werden uns den Sommer über am Himmel begleiten. Sie stehen im Sternbild Steinbock und sie stehen da ziemlich tief, beziehungsweise Jupiter schon Richtung Wassermann. Hier sind die Grenzlinien der Sternbilder eingezeichnet. 88 gibt es am Himmel. Und man sieht, der Jupiter hat sich gerade ein bisschen hier ins Sternbild Wassermann rübergemacht. Er zieht eine Schleife am Himmel, wie alle Planeten, die äußere Nachbarn der Erde sind. Wenn wir sie auf der Innenbahn überholen, sieht man, dass sie scheinbar rückwärts laufen. Und der Jupiter ist ein wenig nach vorne gelaufen und wird dann eine sogenannte Oppositionsschleife drehen. Im Juli wird der Saturn noch besser zu sehen sein und der Jupiter folgt dann wenige Wochen später. Im August sind sie dann optimal an den Abendhimmel gerückt. Ja, das ist soweit der Anblick des Nachthimmels. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall noch auf ein Highlight hinweisen, ein Ereignis, wozu ich jetzt einmal die Sternbildlinien ausmache und eine ganz bestimmte Zeit einstelle. Ich gehe mal zwei Monate, nicht ganz zwei Monate in Zukunft, ich stelle uns einmal den Vormittag des 10. Juni 2021 ein. Und dann gucke ich mal hier, 11 Uhr. So soll es erstmal sein. Dann klicke ich auf die Sonne und bringe sie in die Mitte und fliege mal nah dran. Und dann sehen wir, neben der Sonne am Bonner Himmel, schwarz und unbeobachtbar steht der Mond. Jetzt beschleunigen wir die Zeit, dann sehen wir, dass so kurz vor halb zwölf am Vormittag der Mond die Sonne berührt. Und wenn wir das noch schneller machen, dann sehen wir, dass so kurz vor halb eins ein Maximum eintritt, genau genommen um 12.24 Uhr für Bonn. Dann werden 13% der Sonnenfläche verfinstert sein vom Neumond. Also es gibt eine Sonnenfinsternis, die erste seit 2015. Es hat lange keine Sonnenfinsternis mehr gegeben für Bonn und diese ist auch eben nur partiell. Ich werde gleich noch ein paar Informationen zusätzlich dazu geben. Und wenn wir dann hier weiter beschleunigen, dann sehen wir, dass der Mond die Sonne wieder verlässt und so um 13.28 Uhr etwa verlässt er wieder das Geschehen und wir haben wieder eine mondfreie Sonne. Das Ganze kann man beobachten, natürlich wie bei allen Sonnenbeobachtungen, außer während der Totalität, die wir hier nicht haben, dann muss man wie bei jeder Sonnenbeobachtung besondere Vorsicht walten lassen. Also nicht einfach reingucken, auch bitte nicht mit dem Fernglas. Es gibt Spezialfilter, die man vorne vor ein Fernglas anbringen kann oder vor das Objektiv des Teleskops oder der Kamera. Vielleicht haben Sie sogar noch eine dieser Sophie-Brillen. Da werden Sie schon wenige Minuten nach diesem sogenannten ersten Kontakt, wenn also gerade der Mond die Sonne berührt hat, wenn Sie schon eine kleine Delle sehen, achten Sie bitte darauf, dass die Brille unbeschädigt ist. Das heißt, bitte keine Risse. Also wenn Sie so eine Sophie-Brille noch haben, schauen Sie ruhig mal damit die Sonne. Ansonsten, wenn Sie gar nichts haben, es kann gut sein, wenn wir dann keinen Lockdown mehr haben, dass die ein oder andere Volkssternwarte eine öffentliche Beobachtung in Ihrer Nähe anbietet. Oder Sie können die Projektionsmethode benutzen. Dann nimmt man ein Fernglas, hält es auf die Sonne und lässt das Licht da durchfallen. Und dann kann man dahinter, machen Sie sich am besten noch so eine Pappblende und dann hält man dahinter ein weißes Blatt Papier, stellt scharf, das ist ein bisschen zitterig. Am besten stützen Sie Ihr Fernglas ab und dann können Sie das Bild der Sonne projizieren. Also das wäre eine Methode, aber niemals direkt reingucken. Das
ist jetzt soweit klar. Und damit haben wir den Überblick über den aktuellen Sternenhimmel bereits geschafft. Ich möchte jetzt wieder auf den anderen Rechner wechseln und Ihnen die Highlights der letzten Zeit vorstellen. Übrigens, am Ende der Sendung, im Pressetext ist es angekündigt, gibt es hier einen Überraschungsgast, auf den ich mich freue. Wir machen das frisch getestet und ganz Corona-konform, keine Sorge. Und damit wir dann auch was zu tun haben, könnt ihr euch jetzt schon überlegen, es gibt ja einen Chat hier zu dieser YouTube-Sendung, zu diesem Stream. Und mich würde interessieren zweierlei Dinge. Einmal eine Astronomiefrage, irgendwas aus dem Bereich Astronomie und Weltall, worüber es mal einen Mini-Vortrag geben sollte. Und in meinem Fall ist der Mini-Vortrag natürlich immer mit Musik verbunden. Das heißt, ich werde eine musikalische Improvisation am Ende machen. Und dazu schreibt ihr bitte in den Chat hinein eine Astronomiefrage. Oder das zweite wäre eine Frage, wenn ihr im Erdorbit wärt und würdet auf die Erde sehen und macht euch so eure Gedanken. Gibt es irgendwas, was die Sterne, von denen kann man sich leider nichts wünschen, da glaube ich nun ganz und gar nicht dran. Aber wenn man es könnte, nur mal so als Idee, was würdet ihr euch von den Sternen vielleicht wünschen? Schreibt ihr eure Ideen in den Chat, der Christian am Rechner und der Kaya an der Kamera und der Stefan, das sind die drei Menschen, die hier fantastisch die Technik machen, die werden gleich ein bisschen mitschreiben und gucken und mich am Ende füttern und meinen Überraschungsgast noch dazu. Ich hätte fast vergessen, apropos Musik, euch nochmal etwas zu zeigen. Und zwar möchte ich gerne mit euch einen Nachthimmel im Zeitraffer erleben. Und zwar, wenn ich hier zurückgehe mit der Taste 7 auf die aktuelle Uhrzeit, ich werde jetzt einmal, ohne dazwischen zu quatschen, euch die kommende Nacht, ihr habt ja die Sternbilder hoffentlich alle noch ein bisschen im Kopf, die kommende Nacht im Zeitraffer zeigen und dazu werde ich ein bisschen Musik improvisieren. Und dann geht es weiter im Text mit den Highlights, den Himmelshighlights der letzten Zeit. Also ich werde das mal hier ein bisschen beschleunigen. Und dann viel Spaß. Thank you.
So, bitte alle wieder aufwachen. Das war die Nacht im Zeitraffer. Die Nacht vom 27. April auf den 2. Hallo, hier bin ich. Auf den 28. April. So, nun aber zu den Astro-Highlights der letzten Zeit. Und dazu schalten wir bitte jetzt auf meine Folien. Das wäre ganz super. Und wir schauen einmal an, was es in der letzten Zeit so am Himmel gegeben hat. Über den Mond habe ich bereits gesprochen, der voll war in der letzten Nacht. Und ich habe gestern am frühen Morgen einen tollen Monduntergang in der Eifel fotografiert. Ich habe da einen tollen Standort, wo ich Mond- und Sonnenauf- und Untergänge fotografieren kann. Und am gleichen Abend tauchte der Mond auf der anderen Seite im Osten wieder auf, ebenfalls stimmungsvoll als Vollmond. Sie haben vielleicht ein bisschen auch in den Medien wieder gehört, manchmal reden die Medien von Supermonden und das ist ein bisschen übertrieben. Der Mond ist in der Tat mal ein bisschen näher dran, ein bisschen weiter weg. Das sind ein paar Prozent, aber das ist kaum wahrnehmbar eigentlich. Und dass der Mond uns am Horizont so groß erscheint, das ist tatsächlich eine bekannte optische Illusion. Aber gestern, als der Mond aufging, hat man wirklich das Gefühl, wow, das ist aber ein richtig fetter, riesiger Mond. Die Tage werden wieder länger und das konnte ich in den letzten Tagen fotografisch gut verfolgen. Von meinem Ausguck in der Eifel habe ich diesen Kirchturm im Blick. Und wenn man sich den Wecker früh stellt, wie ich das gemacht habe, hat man eine wunderbare Gelegenheit, hier die Sonne aufgehen zu sehen. Und sie ging etwa, ich zeige es mit dem Cursor mal, sie ging etwa hier so unterhalb des Kirchturms auf und nahm dann hier ihren Lauf. Wenn die Tage länger werden, dann heißt das doch, dass die Sonne einen größeren Tagbogen über dem Horizont beschreibt. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie morgens jeden Tag, bis die Sommersonnenwende erreicht ist, jeden Tag ein Stückchen weiter links aufgeht lassen. Im Grunde wandeln wir hier auf den Spuren von Kulturen, die sich markante Punkte am Horizont gemerkt haben, um den jahreszeitlichen Lauf der Sonne zu verfolgen. Man wusste zum Beispiel, wenn die Sonne hinter diesem Berg ist, von einem bestimmten Punkt aus gesehen, dann ist es Zeit für Aussaat oder sagen wir mal für Ernte. Das sind so bestimmte Punkte gewesen, die in frühen Kulturen eine Rolle spielten und Bauwerke wie Stonehenge oder die berühmte Himmelsscheibe von Nebra künden von diesem Wissen, dass man sich schon Gedanken gemacht hat, an welchem Punkt am Horizont geht die Sonne auf und unter. Und das Schöne ist, man kann, wenn Sie einen bestimmten Punkt haben und ein markantes Gebäude, wie in meinem Fall diesen Kirchturm, kann man das wunderbar selber sehen. Also hier, 21. Die Sonne geht hier milchig, wunderbar schön auf, neben dieser Kirche. Es ist St. Hubertus in Rötchen. Ehe jemand fragt, was Sie gerade nicht können, deshalb sage ich es Ihnen dazu. Und jetzt einen Tag später war die Sonne bereits hinter diesem Turm zu sehen, etwas bewölkt und dann kam der 23. Ich habe eine ganze Serie von Fotos gemacht und ein Bild daraus. Irgendwann muss ja die Sonne genau hinter diesem Kirchturm stehen, dann bekommt der Kirchturm Öhrchen. Und das ist in der Tat jedes Jahr der Fall und zwar zweimal. Denn am 23. April steht die Sonne auf ihrem Weg nach links, genau da, und auf dem Weg wieder zurück vom Sommer Richtung Herbst, muss sie ja nochmal genau diesen Punkt passieren. Das ist dann ein Tag im August. Und weil ich so viele Aufnahmen gemacht habe, habe ich daraus so ein kleines animiertes, sogenanntes GIF gerechnet. Und dann können wir uns das jetzt mal anschauen, wie die Sonne hinter diesem Kirchturm hergeht. Das war vor 4 Tagen, am 23.04. Und das Wetter war schön. Am nächsten Tag habe ich das wieder gemacht. Es war nicht ganz so schön, das Wetter, aber es reichte, um zu zeigen, jetzt geht die Sonne schon ein Stück höher hinter dem Kirchturm her und ist ein Stück weiter links aufgegangen. Merken Sie sich auch mal hier diesen Flutlichtmast. Da kommt die Sonne knapp daneben hervor. Sehen Sie? Aber noch einen Tag später, am 25., war das Ganze schon so grell, dass der Turm die Sonne kaum mehr abdeckt. Und die Sonne ging ziemlich genau hinter
diesem Mast auf. Dann haben wir gestern gehabt, ich habe nur ein einzelnes Foto, schon ein gutes Stück weiter links. Und sehr grell, ich musste schon auf meine Kamera aufpassen, hoch hinter dem Turm steht die Sonne. Und jetzt heute Morgen das ganz tagesfrische Bild, noch ein Stückchen weiter links. Und es war so hell, ich habe nur eine Ausschnittsvergrößerung genommen. Ich wollte das meiner Kamera nicht antun, aber Ihnen wenigstens zeigen. Soweit die sogenannte Morgenweite, die man jetzt so sehr schön sich angucken konnte. Damit hier nicht nur ein katholischer Kirchturm eine Rolle spielt, ich habe sozusagen einen ökumenischen Anblick, das andere Fenster, was zum Westen rausgeht, da steht ein evangelischer Kirchturm. Und ja, da waren jetzt in den letzten Tagen die Plejaden drüber zu sehen. Hier sehen Sie das sogenannte Siebengestirn. Und auch das ist im April hier oben, genau oberhalb zu sehen. Und dass das alles eintritt, die Sonne hinter dem einen Kirchturm, die Plejaden hinter dem anderen Kirchturm, das ist so sicher wie das Amen unterhalb der beiden Kirchtürme. Also da können Sie die Uhr nachstellen, können Sie sich darauf verlassen. Das ist Himmelsmechanik und das ist eben das Brot- und Buttergeschäft der Astronomie seit jeher. Nicht nur wissen, wie viele Sterne entstehen, sondern wissen, wann und wo die Sterne entstehen. Und die Sonne in der Tat ist ja auch ein Stern, einer von vielen Milliarden. Ich hatte eben was von der Venus erzählt, dass die Venus wieder am Abendhimmel sich zeigt. Seit dem 22. sehe ich sie wieder mit dem Fernglas und habe sie am 23. hier als Pünktchen erwischt. Es ist fast ein Suchbild, nur dass ich noch mal zeigen kann. Es ist im Moment nicht so leicht. Und dann die Sensation, einen Tag später habe ich auch den Merkur gefunden. Ich habe eben ja gesagt, der Merkur ist auf dem Weg, so ein kleiner Zweitabendstern zu werden im Mai. Eigentlich ist er noch gar nicht dran. Hier ist er markiert, sehr schwer zu sehen. Und gestern war es ein bisschen wolkig, die Venus war zu sehen. Und der Merkur, den habe ich hier mit dem Tele erwischt, wurde von einem Flugzeug bedeckt. Naja, das Flugzeug, der Kondensstreifen, hat wunderschön zum Merkur hingeführt. Aber das wird mit Venus und Merkur alles noch viel besser. Aber ich will nur zeigen, sie sind schon da. Ja, diese Grafik darf ich hier zeigen, auch wenn das dazugehörige Magazin, die Ausgabe noch nicht erschienen ist, liegt noch in der Druckerei. Aber da ich Redakteur bin und die Rubrik Planeten betreue, darf ich sie hier zeigen. Das ist ein Screenshot aus Astronomie, das Magazin Nummer 18 und Frank Gasparini hat die Grafik erstellt. Hier sieht man, so richtig gut wird es mit dem Merkur ab dem 1. Mai, so um den 10., 15. rum bis zum 20. wird man ihn recht hoch am Abendhimmel sehen. Diese Grafik ist berechnet für einen Sonnenstand von 6 Grad unterm Horizont. Ja, was heißt denn das? Das heißt Ende der bürgerlichen Dämmerung. Das heißt, die Sonne ist, ja, gut, vielleicht eine Faustbreit unterm Horizont. Das heißt, so einige Minuten nach Sonnenuntergang müssen Sie noch warten, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten. Und dann können Sie den Merkur mit dem Fernglas und dann um diese Zeit rum auch mit bloßem Auge erspähen. Frühling ist auch Galaxienzeit. Das Sternbild Jungfrau hatte ich Ihnen eben gezeigt. Und in diesem Sternbild Jungfrau befindet sich ein riesengroßer Haufen von Galaxien, der sogenannte Virgo-Haufen. Eigentlich ist es sogar ein Superhaufen. Und unsere eigene Milchstraße mit unserer Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, ist letztendlich nur ein Ausläufer dieses Superhaufens. Das heißt, wir gehören irgendwie dazu, zu einer riesigen Familie von Galaxien, die sich allerdings Millionen von Lichtjahren in die Tiefen des Alls erstreckt. In der Mitte dieses Galaxienhaufens, also alles, was hier so neblig erscheint, das sind Galaxien, das sind Hunderte, und mit einem Amateurfernrohr oder auch einem sehr guten Fernglas kann man schon einige Nebelfleckchen entdecken im Bereich so nordwestliche Ecke des Sternbilds Jungfrau. Am besten haben Sie eine Sternkarte und vor allem einen richtig dunklen Himmel, ohne Mond, ohne künstliche Beleuchtung und einen richtig klaren Himmel. Dann haben Sie die Chance, einige dieser Galaxien so als kleine, schwache Nebelfleckchen zu sehen. Und denken Sie mal dran, jedes dieser Nebelfleckchen sind Milliarden von Sonnen. Milliarden von Sonnen. Das ist, unsere eigene Milchstraße enthält ja mindestens 200 Milliarden Sterne
vielleicht auch 300 oder 400 Milliarden. Die meisten sind ganz klein, sogenannte rote Zwerge. Und einige dieser Galaxien sind noch viel größer. Die hier so in der Mitte thront, ganz dick und fett, das ist eine sogenannte irreguläre Galaxie. Selbst Edwin Hubble dachte noch, es wäre ein Kugelsternhaufen. Ist es aber nicht. Es sind Milliarden Sonnen, es sind über 6 Billionen Sonnenmassen, die da drin stecken in dieser Galaxie. M87, benannt nach Charles Messier, diesem berühmten Messier-Katalog von Nebeln. Dazu gehören die unterschiedlichsten Objekte, Sternhaufen, Galaxien eben. Und in diesem Fall ist es so eine Monstergalaxie M87. Sie ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Licht, was jetzt unsere Augen trifft, oder unsere Kamerasensoren, ist so lange unterwegs, nämlich tatsächlich 55 Millionen Jahre. Was macht diese Galaxie M87 so besonders? Sie erinnern sich vielleicht an den April 2019. Da komme ich gleich zu. Erstmal möchte ich noch etwas zeigen, was sehr erklärungsbedürftig ist. Nämlich hier auf dieser Hubble-Aufnahme sieht man, dass aus diesem Kern, das ist kein einzelner Stern, das sind Milliarden Sonnen, aber hier ist irgendwie ein sehr heller Kern mit großer Sternendichte. Und hier aus dieser Mitte heraus gibt es so einen Jet, einen Materiejet, der mindestens 5000 Lichtjahre hinausreicht. Und das ist doch sehr spannend. Was schleudert Materie so gebündelt und dermaßen kompakt hinaus ins tiefe Weltall, in den Raum zwischen den Galaxien? Und dann kam eben dieses Sensationsbild im April 2019. Eine weltweite Kollaboration von Radioteleskopen. Da gehört auch Effelsberg dazu und viele andere. Und hier in Bonn, der Professor Zensus, der hat das großartig gemacht, da liefen sozusagen die Fäden zusammen hier am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Können wir hier sehr stolz sein, dass wir hier einen weltweit führenden Fachmann hatten. Diese Daten aus der ganzen Welt wurden zusammengetragen von all diesen Teleskopen. Und man hat seit 2017 gerechnet, 2017 bis 2019. Und alles war unter großer Geheimhaltung. Und dann wurde dieses Bild hier veröffentlicht. Ja, was sehen wir auf diesem Bild? Ja, es ist das erste Bild, wie man so sagt, von einem schwarzen Loch. Aber jetzt werden natürlich alle uns völlig zu Recht sagen, wie kann man ein Bild von einem schwarzen Loch machen? Das ist doch schwarz. Das liegt doch in der Natur der Sache. In der Tat. Im Zentrum, ein bisschen so ein paar Lichtjahre außerhalb des gravitativen Zentrums, aber ziemlich im Zentrum von dieser Galaxie M87, liegt tatsächlich ein sogenanntes schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch hat nach neuesten Schätzungen die Masse von 6,6 Milliarden Sonnen, also ein wahres Monster. Was ihm zu nahe kommt, was diesen sogenannten Schwarzschildradius oder was den Ereignishorizont und überquert, also das ist so der Punkt ohne Wiederkehr, dann ist wirklich alles verloren, die Materie stürzt hinein. Und das können wir uns hier in diesem inneren schwarzen Bereich vorstellen. Das ist sozusagen der Schatten des schwarzen Lochs. Aber wie bei einem Wirbelwind, wie bei einem Hurricane, wird die Materie nicht einfach direkt hineingezogen in das schwarze Loch. Nein, sie geht in eine Scheibe um dieses schwarze Loch, eine sogenannte Akkretionsscheibe. Dort wird das Material, was von Sternen, von Gasen, die da im Zentrum dieser Galaxie hausen, das wird angesogen und kommt dann in eine rotierende Scheibe. Ich habe gelesen, das sind Geschwindigkeiten von 1000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ionisiertes Gas und das macht richtig Strahlung. Also diese Strahlung in solchen Galaxien, von fernen Galaxien kennen wir es als Quasare, das ist bis zu 200 Mal effektiver als das atomare Leuchten eines Sterns. Also da werden unglaubliche Energien und Strahlungen ins All geschickt. Radiowellen sind letztlich auch eine Form von Licht, nur eben eine andere Frequenz, eine andere Wellenlänge. Es ist eben für das Auge nicht sichtbar, diese langen Wellenlängen, aber wir sehen tatsächlich
dass wir mit Radioteleskopen dieses Radiolicht sehen können und dann in Falschfarben wieder transformieren können. Und das haben diese Teleskope gemacht. Und jetzt im März diesen Jahres haben die Astronomen von dem Event Horizon Teleskop noch einmal nachgelegt und uns dieses Bild geliefert. Das ist also ganz aktuell vom 24.03., da wurde es veröffentlicht, gerade mal knapp einen Monat her. Wir sehen das gleiche Bild vom Event Horizon Teleskop, diesem Teleskopverbund vom April 2019, aber wir sehen hier polarisiertes Licht. Und im polarisierten Licht sehen wir hier solche Strukturen, das sind Magnetfeldlinien, also ist da offenbar ein ungeheures Magnetfeld am Werk. Wofür ist das wichtig? Wir wollen doch wissen, was treibt denn so einen Jet an? Wie gelingt es denn, Materie so gebündelt wie in einem scharfen Strahl aus dieser Galaxie senkrecht zu dieser Scheibe hinauszuschleudern? Und das gelingt tatsächlich offenbar mit diesen extremen Magnetfeldern, dass diese Materie senkrecht zum schwarzen Loch beschleunigt wird. Eine sensationelle, eine tolle Erkenntnis, die wir erst dadurch wissen, dass wir jetzt dieses neue Bild haben. Also was treibt solche Jets an? Tolles Forschungsergebnis. Ich hatte eben erzählt, es gibt bald eine Sonnenfinsternis für Bonn und auch die möchte ich noch mal im Detail vorstellen. Diese Grafik ist schon etwas älter, die ist aus dem Jahr 2011 und damals lag das alles noch in der Zukunft. Wurde damals gemacht von dem langjährigen Vorstandsmitglied der Volksstammer, der Helmut Burkhardt, leider inzwischen verstorben, aber seine Grafik ist natürlich noch gültig. Und hier sehen wir, am 20.03.2015 gab es für Bonn eine ziemlich hochprozentige Sonnenfinsternis. Die war total über dem Nordatlantik. Ich durfte auf einem Finsternisflug damals mitfliegen. Und dann kam lange nichts. Und jetzt sehen wir tatsächlich den 10.06., dass hier maximal um 12.24 Uhr 13% der Sonne verdeckt werden. Und dann gibt es nächstes Jahr im Oktober schon wieder die nächste, da sind es sogar 22%. Und dann ab 2025 geht es Schlag auf Schlag. 29.03.25, 12.08.26, die wird übrigens total sein in Spanien. Wenn man dann wieder zum Ballermann reisen kann, kann man sich dann abends am Ballermann die untergehende, verfinsterte Sonne angucken. Sollte man möglichst dabei nüchtern sein, sonst verpasst man was. Dann auch im August 2027, Januar 28 und wieder um Juni 29. Also viele Finsternisse, die uns in den goldenen 20ern bevorstehen. Diese Grafik mag ein bisschen verwirren zum Anfang. Das sind hier unterschiedliche Bedeckungsgrade, diese blauen Linien. Hier ist so die Grenze. Das heißt, Deutschland kriegt so nur so ein paar Prozent mit. Je weiter nach Norden, desto mehr wird bedeckt. Wir sind so bei 13%, hier werden so 20, 40, 80, jedenfalls hier irgendwo oben in diesem roten Bereich, dieser roten markierten Zone hier von Kanada über Nordgrönland bis Sibirien, also wirklich in der hohen Arktis, hier ist der Nordpol, über den Nordpol hinweg, da ist diese Finsternis ringförmig. Das heißt, wir sehen nur die Ausläufer dieser Finsternis. Und um das nochmal genau für Bonn zu zeigen, es gibt im Internet genug Tools, wo alle, die hier zuschauen, das für ihren jeweiligen Standort sich auch genau ausrechnen können. Wie gesagt, je weiter nach Norden, desto mehr, oder Nordwesten, desto mehr partiell ist es. Und wenn Sie nach Süden gehen, kommen Sie irgendwann aus dieser Finsterniszone raus. Also in Bonn beginnt es 11.23 Uhr, erreicht 12.24 Uhr ihr Maximum. Und 13.28 Uhr endet das Ganze. So, dieses Bild bleibt ja hier im YouTube-Stream stehen. Das heißt, Sie können immer wieder zurückspulen, wenn dieses Video später online steht, dauerhaft. Dann verpassen Sie die Zeit noch nicht. Gucken Sie sich einfach die entsprechende Stelle nochmal an. Im Januar 2011 gab es auch eine Finsternis in Deutschland. Hier stehe ich im Schnee und projiziere, wie ich das eben beschrieben habe, nicht mit dem Fernglas, sondern mit einem Teleskop und einem Winkelspiegel projiziere ich das Sonnenbild auf ein Blatt Papier. Und das ist so etwa ein ähnlicher Anblick wie der uns erwartet, vielleicht ein bisschen mehr. Und ringförmige Sonnenfinsternis heißt ja nichts anderes als das, die Größenverhältnisse zwischen Sonne
und Mond, die ja etwa ähnlich sind am Himmel, dass die sich ein bisschen zugunsten der Sonne verschieben. Wenn der Mond ein bisschen ferner ist, deswegen gibt es ja diese sogenannten Supermonde, weil der Mond auf seiner elliptischen Bahn manchmal ein bisschen erdnäher ist, manchmal etwas ferner. Und wenn der Neumond in eine Erdferne fällt, dann bleibt eben um den Mond rum so ein Ring von Sonne stehen. Das ist ein Sonderfall einer partiellen Verfinsterung. Und so sieht das dann aus, hier kurz bevor der Ring sich schließt, durch die Wolken fotografiert. Das war auf Ibiza. Das Foto habe ich am 3. Oktober 2003 gemacht. Und dieses Foto, das ist eines meiner schönsten ringförmigen Bilder, die ich je gemacht habe. Das ist am 4. Januar 1992 in Kalifornien aufgenommen durch ein kleines Teleskopchen. Da versank der Sonnenring im Pazifik, der Ring of Fire. Und dieses schöne Sonnenbild ist noch getoppt von dem, was ich Ihnen jetzt zeigen darf. Eugen Kaminu, ein fantastischer Fotograf, preisgekrönt, hat in der nächsten Ausgabe des Astronomie-Magazins folgendes Bild veröffentlicht mit einem spannenden Artikel. Und ich danke ihm sehr, dass ich das hier zeigen darf. Der Eugen Kaminu ist nicht nur ein fantastischer Fotograf, er ist eben auch sehr an den menschlichen Dingen rund um das Thema Astronomie interessiert. Er möchte nicht einfach nur mit guter Technik die Bilder perfektionieren, er möchte auch die Menschen im Kontext zeigen. Und da gibt es inzwischen fantastische Aufnahmen von ihm. Und es war der 10. Mai 2013, da ist er nach Australien gefahren, um eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen. Und er hat dann ein französisches Paar, die da mit dem Wohnwagen unterwegs waren, gefragt, ob sie als Modell zur Verfügung stehen, hat sich genau einen Punkt ausgeguckt, wo die dann stehen müssen, auf so einem Hügel in der Nähe von einer australischen Bergbaustadt. Und dann sollte genau im Hintergrund die verfinsterte Sonne stehen, die ringförmig verfinsterte. Man sieht, der Ring ist unterbrochen, das heißt, der Ring war sehr schmal und es sind tatsächlich Mondberge am nicht ganz runden Mondprofil, die das hier unterbrechen. Was für eine tolle, stimmungsvolle Aufnahme. Das Paar scheint den Ring geradezu zu umarmen. Lieber Eugen, vielen Dank für dieses tolle Bild. Interstellare Besucher möchte ich noch vorstellen. Das ist auch ein Highlight der letzten Zeit. Es gibt nämlich Neues bei diesem mysteriösen Objekt Oumuamua, der Bote auf Hawaiianisch. Ja, das wurde 2017 entdeckt, dieses Objekt, und man hatte schnell festgestellt, die Bahn ist außergewöhnlich. Sie kommt anscheinend aus den Tiefen des Alls, kommt nicht etwa aus unserem eigenen Sonnensystem. Wir haben ja einen Hinterhof in unserem Sonnensystem mit einem Reservoir von Millionen und Abermillionen Kometen, die ab und zu ins Innere des Sonnensystems kommen und dann vielleicht sogar einen schönen Schweif entwickeln. Nein, dieser Oumuamua kam von ganz weit weg, von einem fremden Sternensystem oder Sternensystemen. Und was man schnell merkte, ist, das Ding hat eine außergewöhnliche Form. Und zwar, dieses Objekt ist anscheinend flach. Das ist kein echtes Bild, das sind keine echten Bilder. Wir haben keine echten Bilder, die uns das zeigen. Das ist so etwa zigarrenförmig, etwa 5:1. Und hier ist eine künstlerische Darstellung. Und man hat das Objekt erst bemerkt, als es an der Erde schon, an der Sonne schon vorbei war. Und jetzt gibt es neue Ideen dazu. Es gab ja die fantastischsten Überlegungen, wenn ein Objekt so flach ist, woher weiß man das? Man kann den Lichtwechsel sich anschauen. Und dieser Lichtwechsel zeigt uns, dass dieses Oumuamua-Objekt etwas taumelt. Und dieses Taumeln von diesem, das ist so ein Splitter, man weiß gar nicht ungefähr, wie groß es ist, dieser Oumuamua, das sind vielleicht weniger als ein Kilometer, vielleicht ist der Durchmesser sogar nur 200 Meter von diesem Ding, aber man hat gesehen, das entwickelt einen Schweif wie ein Komet und es hat einen starken Lichtwechsel. Und der deutet darauf hin, dieser starke Lichtwechsel, dass wir es mit einem abgeflachten Objekt zu tun haben, das sich auch noch merkwürdig verhielt. Es zeigte Zeichen eines Kometen, flog aber etwas schneller, als es durfte, als würde es beschleunigen. Und dann kam natürlich die Idee,
Kann das vielleicht eine Art interstellares Raumschiff sein, was an uns vorbeifliegt? Es war der Ari Loeb, ein Harvard-Astronomieprofessor, der diese Idee hatte oder es zumindest nicht ausschließen wollte. Es gibt keinen Beweis dafür, aber man darf in der Wissenschaft auch spekulieren. Das ist das Schöne. Und die Idee eines Raumschiffs ist natürlich toll, aber jetzt zeigen neueste Messungen, dass man das alles ganz natürlich erklären kann. Es ist, als hätte unser Planet Pluto, Zwergplanet, ist ja kein Planet mehr, er wurde degradiert. Der Zwergplanet Pluto, wo ja gefrorener Stickstoff eine große Rolle spielt, weit draußen am Rand des Sonnensystems, da hat man eben so stark niedrige Temperaturen, dass Stickstoff gefroren ist und steinhart wird. Und offenbar ist auch dieser Oumuamua Splitter eines Pluto-ähnlichen Körpers. Nur eben nicht von unserem Sonnensystem, sondern von einem ganz anderen, einem fernen Sonnensystem. Und wie man jetzt weiß, war der auch nicht immer so abgeflacht zigarrenförmig, sondern man vermutet, dass der tatsächlich ganz anders geformt war und der muss irgendwann so Mitte der 90er Jahre in unser Sonnensystem eingetreten sein. Und da fing der Stickstoff an zu verdampfen. Und der wurde abgeflacht und die Forscherinnen und Forscher, die das beschreiben, die sagen, das ist so ein bisschen, stellt euch vor, so ein Stück Seife, das man langsam so abschubbelt. Das heißt, dieses flach gewordene Stückchen Astro-Seife ist dieses Oumuamua. Also alles ganz natürlich, wohl doch. Schade, kein Raumschiff. Dann gab es eine weitere Entdeckung im Jahr 2019 von einem Amateurastronomen mit einem allerdings großen Teleskop, einem 65 cm durchmessenden Spiegelteleskop. Dieser Astronom namens Amateurastronom namens Borisov hat das auf der Krim entdeckt und dies ist auch ganz klar ein Komet, aber auch da hat man sehr schnell gesehen, dieser Komet hat eine sehr ungewöhnliche Bahn. Dieser Komet scheint wirklich ganz weit von außerhalb zu kommen. Und jetzt gibt es ein neues Bild, eine neue Veröffentlichung dazu. Das Bild ist schon von 2019, aber die Veröffentlichung ist erst jetzt rausgekommen. Man hat also analysiert, dass dieser Komet Borisov wohl der reinste Komet ist, den man jemals gesehen hat. Das heißt, die Zusammensetzung ist extrem ursprünglich. Und das sind wohl so etwa 1 Millimeter große Körner, die man da auch gefunden hat. Das Licht verrät das. Ihr seht zum Beispiel hier, das ist der Komet. Und warum haben die Sterne, warum sind die so bunt wie so Disco-Kugeln? Das ist deshalb, weil das Teleskop nicht auf die Sterne nachgeführt hat, sondern auf die Bewegung des Kometen in ganz hoher Vergrößerung. Und das in verschiedenen Farben. Und aus den Farben kann man in der Astronomie, aus diesen Spektren, aus den Farben, immer etwas über die Materie lernen, über die Fingerabdrücke der Materie, aus dem das Ganze besteht. Und hier zeigt sich eben, es muss einmal einen Riesenplaneten gegeben haben, in der Scheibe eines entfernen, entstehenden Planetensystem, der diese Materie gut durcheinander gewirbelt hat. Und so entstand dieser Komet. Das ist der ursprünglichste, den man je gesehen hat. Ein interstellarer Besucher. Ganz kurz noch eine Entwarnung. Vielleicht hat der ein oder die andere schon mal von dem Apophis gehört. Das ist auch so ein etwa 340 Meter großer, weiß man jetzt, Asteroid, aber eben nicht aus dem ganz fernen Raum, sondern einer, der auch die Erdbahn kreuzt, der im inneren Sonnensystem unterwegs ist. Und da war die Frage irgendwann mal, ja, könnte der uns 2029 treffen? Das hat man ziemlich schnell ausgeschlossen. 2036 oder vielleicht sogar 2068. Und jetzt inzwischen endlich weiß man, aus Beobachtungen der Goldstone-Antenne und Greenbank, also verschiedene Radioteleskope haben Echos aufgenommen. Der ist nochmal an der Erde vorbeigeflogen. Dann hat man die Bahn so präzise vermessen, dass man sagen kann, in mindestens 100 Jahren in die Zukunft wird uns dieser Asteroid nicht treffen. Also bitte lassen Sie sich nicht jeck machen, falls hat irgendwer mal behauptet. Alles gut, Apophis wird mal 2029 über den Himmel ziehen, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann, aber er wird uns nicht treffen. Und vorher sprechen wir uns nochmal, hoffentlich. Jetzt aber, wie versprochen, zum Thema Mars. Der Mars hat Besuch und 3 Tage nach dem letzten Livestream, den ich hier im Deutschen Museum gemacht habe, es war der 15. Februar, der Karnevalsdienstag, Sie erinnern sich vielleicht noch, wer es gesehen hat, sonst, das Video ist auch noch online auf YouTube, da geht es ein bisschen rheinischer zu.
3 Tage später ist Perseverance, ein Mars-Rover, auf dem Mars gelandet. Ich habe hier ein paar Screenshots aus dem Livestream mitgebracht. Gespanntes Warten im Kontrollzentrum. Und man hatte ja nichts außer dieser Animation, denn die Lichtlaufzeit zum Mars sind ja schon mehrere Minuten. Man konnte auch nicht eingreifen. Diese Sonde musste das alles selber machen. Sie musste in der Atmosphäre abgebremst werden. Sie musste dann einen Fallschirm aufspannen, um in der dünnen Marsatmosphäre zu landen. Jeder einzelne Schritt wurde bejubelt. Und dann am Ende musste sogar eine Art Kran, in diesem Fall war es so eine Art, ein Raumschiff mit Düsen, musste den Rover an den Boden hinunterlassen. Und am gleichen Abend gab es hier noch durch einen Staubschutzdeckel aufgenommen das erste Bild vom Mars, von der Marsoberfläche. Hier sieht man mal, wie dieser Sky Crane funktioniert. Das ist eine künstlerische Darstellung. Hier sieht man dieses Gefährt mit den Düsen und hier an ein paar Seilen wird der Rover auf dem Mars abgelassen. Diese gesamte Mission mit dem Sky Crane, mit diesem kleinen Hubschrauber, den die auch haben, diesem Ingenuity und dem Perseverance, Percy inzwischen genannt, liebevoll, dem Rover. Insgesamt sind auf dieser Mission 25 Kameras verbaut und er kann sich alles auch gegenseitig fotografieren. Hier zum Beispiel ein Blick von dem Sky Crane runter auf den Rover, wie er gerade auf dem Mars abgesetzt wird. Und hier übrigens ein Bild einer europäischen Raumsonde, die das Landgebiet einmal fotografiert hat, dieser Jezero-Krater. Und hier sieht man, da ist offenbar mal wirklich was reingeströmt. Man hat hier, also anscheinend war das mal so ein Seeboden mit so einem Schwemmfächer hier. Das sieht ja alles aus, als wäre da mal Wasser gewesen. Also hat das schon einen Grund, warum man hier landet. Und hier ist Percy jetzt gelandet in der Nähe von diesem Schwemmfächer. Und ja, das Internet quillt schon über voll Bildern. Und es gibt aber auch Aufnahmen aus dem Mars-Orbit, wo man sogar in der hohen Auflösung den Rover sieht, das Hitzeschild, das abgeworfene, und diese Stufe, die das Ganze abgebremst hat und sogar noch hier Reste vom Fallschirm. Ich habe nur ein paar Bilder zur Auswahl mitgebracht, um den Rahmen hier nicht zu sprengen. Hier ein Bild von einer Kamera, das diese Reifenspuren zeigt, die der Rover Percy jetzt vorschriftsmäßig in den Staub des roten Planeten gezeichnet hat. Dann wurde diese kleine Drohne abgelassen, diese Ingenuity. Dann fuhr der Rover weg und ließ hier diese kleine Flugdrohne hier alleine zurück. Und dann machte sie am 19.04. ihren ersten kleinen Hüpfer, wie man hier in dieser Animation sehen kann. Dieses Ding wiegt 1,8 Kilogramm auf der Erde und auf dem Mars ist die Schwerkraft ja nur ein Drittel. Also Ingenuity muss gar nicht so furchtbar viel Masse, Gewicht bewegen. Masse schon, Gewicht ist auf dem, die Schwerkraft ist eben nur ein Drittel. Aber die Atmosphäre ist eben auch viel, viel dünner. Nur ein Hundertstel der Erdatmosphäre ist also ungleich schwerer, auf dem Mars zu fliegen. Und das ist ja eher ein technisches Experiment. Übrigens, patriotisch, wie die Amerikaner sind, haben sie ein Partikel von dem Flugzeug der Gebrüder Wright aus dem Jahr 1903, so ein Partikelchen, haben sie da um ein kleines Käbelchen gewickelt, um diesen ersten Flug auf einem anderen Planeten, das ist ja eine Premiere, zu zelebrieren. Es gab nur einmal in der Raumfahrtgeschichte noch ein Partikelchen von diesem Erstflug Brüder Wright. Ich hoffe, die schlachten das nicht zu sehr aus. Das ist dann mit Apollo auf den Mond geflogen. Hier sieht man auch, dass diese Kameras an Bord von Perseverance wunderschön solche Panoramen machen können. Und hier gibt es tatsächlich ein Mars-Panorama, das ich hier aufrufen möchte. Ich hoffe, das geht gut, wenn ich hier einfach mal reinzoome. Das können Sie auch selber machen. Sie können hier tatsächlich auf dem Mars, in dem Panorama, umeinander laufen, können sich die Mars-Landschaft angucken. Ja, auch mal schön. Es ist sehr steinig, sehr wüstenhaft. Aber der Boden birgt vielleicht manche Geheimnisse
Und es gibt eine Fülle von Instrumenten, die diesem Boden analytisch zu Leibe treten werden. Ein weiteres tolles Experiment hat man gesehen das ist am MIT entwickelt worden, dieses Experiment, das heißt MOXIE, und damit ist es gelungen, wenige Gramm Sauerstoff elektrisch herzustellen aus der Marsatmosphäre. Die Marsatmosphäre besteht fast nur aus Kohlendioxid, und sollten wir dann mal bemannte Raumfahrt haben, also dass Frauen und Männer auf dem Mars dann mal landen werden, brauchen sie ja irgendwann auch Sauerstoff. Und diesen Sauerstoff könnte man vor Ort aus der dünnen Marsatmosphäre gewinnen. Und dazu diente dieses Experiment, und das ist auch gut gelungen. Wie geht es dann weiter? Percy, der Rover, wird Bodenproben sammeln und analysieren. Und einige werden auch verpackt werden in Kapseln. Diese Kapseln werden dann auf dem Mars deponiert. Und dann soll die ESA, also die Europäische Raumfahrtbehörde, vielleicht so 2026 auch einen Rover hinschicken, und der soll diese Dinger einsammeln, die Proben. Und dann kommen die Amerikaner und bringen eine Rakete auf den Mars, und diese Rakete soll ihm dann anschließend diese Proben in eine Mars-Umlaufbahn bringen, und dann soll tatsächlich ein weiteres europäisches Raumschiff zum Mars kommen, das könnte dann 2028 der Fall sein, die Proben übernehmen und dann zur Erde zurückfliegen, was nicht einfach wird. Das kann also sein, dass das nochmal 5 Jahre oder 3 Jahre dauert. Also vor 2031 werden wir keine Marsproben auf der Erde haben. Vielleicht haben wir bis dahin schon irgendwie die ersten Astronautinnen und Astronauten auf dem Mars. Wer weiß es schon. Ich wollte einen ganz kurzen Überblick bringen, wer gerade alles so auf dem Mars unterwegs ist und was diese Missionen so können. Also, es sind tatsächlich im Moment noch 8 Orbiter, die aktiv sind. Ich möchte gar nicht die Mars-Geschichte, die Erforschung groß zeigen, aber ich zeige mal hier diese 8 Missionen ganz kurz. 2001 Mars Odyssey, der ist noch aktiv, die europäische Sonde Mars Express von 2003 und der Mars Reconnaissance Orbiter von 2006. Was können die? Ja, das ist Odyssey, der macht immer solche schönen Streifenbilder, manchmal auch in Falschfarben. Das sieht doch aus wie eine Insel, die umströmt wurde in einem alten Flussbett. Also auch tolle Aufnahmen schon von diesem etwas betagten Gerät. Dann, ja, die europäische Mars-Express-Mission, das war der Gerd Neukum, FU Berlin, DLR, hier unser deutsches Raumfahrtinstitut mit der ESA zusammen. Und das Tolle am Mars Express bis heute sind die Stereoaufnahmen. Das ist eine in Deutschland gebaute und entwickelte Kamera, die uns fantastische Stereoaufnahmen des Mars beschert hat. Der Mars Reconnaissance Orbiter hat eine Kamera, die nennt sich Hi-Rise, hohe Auflösung, und da gibt es immer wieder Bilder. Hier sogar ein ganz aktuelles aus dem März diesen Jahres. Da sehen wir Dünen auf dem Mars mit so ein bisschen Frost. Dann haben wir seit 2014 einen indischen Mars Orbiter, MAVEN der NASA auch 2014, und den Trace Gas Orbiter, ein Gasanalyse Orbiter der ESA zusammen mit dem russischen Roskosmos, mit der Raumfahrtagentur Roskosmos. Und hier sehen wir ein Beispielbild des indischen Orbiters. Die können natürlich auch Nahaufnahmen machen. MAVEN kümmert sich eher um Spektren. Hier im Ultravioletten gelang es, Nordlichter, Polarlichter auf dem Mars nachzuweisen. Ja, und die Aufnahmen, die der Trace Gas Orbiter zeigt, der hat auch eine tolle Kamera an Bord, der liefert uns auch immer wieder fantastische Aufnahmen wie hier. Das sieht aus wie Sedimente auf dem Mars. Oder hier noch vom letzten Dezember solche Mars-Dünen. Dann kamen jetzt im Februar 2 neue Mitspieler heran, und zwar eine Sonde genannt HOPE von den Vereinigten Arabischen Emiraten betrieben und Tianwen 1 von den Chinesen. HOPE hat mehrere Kameras an Bord. Eine im Visuellen sieht man hier mit hoher Auflösung, aber auch Infrarot und UV. Und diese Sonde wurde in den USA gebaut von dem gleichen Team, die auch diesen MAVEN gebaut haben. Hier sehen wir ein Bild von diesem März, also recht frisch.
Und hier ist ein Bild der chinesischen Sonde. Die hat allerdings auch noch viel mehr an Bord. Die kann bis zu 2,5 Meter pro Pixel auf dem Mars auflösen und wird einen Rover absetzen. Die machen das wie auf dem Mond mit ihren U2-Missionen. Ein Lander kommt runter und dann fährt ein kleines Fahrzeug raus. Das wird im Mai der Fall sein oder vielleicht erst im Juni. Da halten sich die Chinesen ein bisschen bedeckt. 3 aktive Länder gibt es noch ganz kurz. Curiosity seit 2016 immer noch aktiv, nicht kaputt zu kriegen. Dann InSight, ein NASA-Lander, der sich nicht bewegen kann, ist kein Rover, mit dem Bohrer vom DLR. Und dieser Bohrer hat ein bisschen Pech gehabt, der ist leider nicht weit gekommen im Marsboden. Und dann natürlich unser Percy mit der Drohne, hier ein Suchbild, ein Bild von vorgestern ganz frisch reingekommen. Ja, die große Frage ist natürlich, die diese Missionen beantworten sollen, gibt es da irgendwo oder gab es mal Leben? Percy kann nicht nach aktuellem Leben forschen, dafür ist er nicht ausgerichtet, aber vielleicht eben nach fossilem Leben. Und wo würde man auf dem Mars nach Leben suchen? Ja, da, wo mal flüssiges Wasser war. Wo aber noch im Sonnensystem? Ich hatte Ihnen im November einmal erzählt, dass es vielleicht sogar an dem Ort, wo man am wenigsten danach suchen würde, in der Venusatmosphäre danach suchen könnte. Dass es da eine Schicht geben könnte, wo die Bedingungen genau richtig sind. Zwischen Aufstieg und Abstieg, dass so auf Schwefelbasis hier irgendwas an Mikroben existieren könnte. Wenn man fand Monophosphan in der Venusatmosphäre. Das wurde wieder bestritten und dann wurde das wieder verteidigt und es gab auch durchaus Anfeindungen. Und das finde ich aber ganz eine tolle Lektion. Inzwischen arbeiten die Teams, die dafür und dagegen waren. Also nie hat jemand behauptet, wir haben Leben auf der Venus entdeckt. Das wäre unseriös. Aber es ist ein gutes Beispiel in allen Zeiten, wo man jetzt sagt, folgt der Wissenschaft. Ja, schön und gut. Was ist denn die Wissenschaft? Die ist sich nicht immer einig und das ist gut so. Die Wissenschaft ist immer auf der Suche nach der besten Erklärung. Die sagen nicht, wir haben das gefunden und das ist jetzt so und so. Sie machen das so ein bisschen wie Sherlock Holmes. Wenn alle Erklärungen, Vulkanismus und was anderes ausscheidet, dann haben wir irgendwann das, was übrig bleibt, vielleicht doch, dass sich das als Biomarker erklären kann. Es gibt dazu einen tollen Beitrag vom Planetarium Bochum, Daniel Fischer, Susanne Hüttemeister, Astronomie live auf YouTube, wo diese Kontroverse geschildert wird. Ein tolles Beispiel, wie Wissenschaft funktioniert, mit Pro und Contra und am Ende vielleicht so mit Kooperation. Da wird keiner irgendwie niedergebrüllt vom anderen. Es kann auch mal emotional werden, aber Wissenschaft ist immer das Ringen um den besten Weg und man muss eben auch gute Argumente für das vorbringen, was man gerade behauptet. Der zweite Ort, an dem man vielleicht noch nach Leben suchen sollte, der noch vielversprechender ist als Mars, weil er flüssiges Wasser hat, ist der Jupitermond Europa, unter dessen Eiskruste ein wohl bis zu 600 Kilometer tiefer Ozean sitzt. Den zu erforschen, bleibt zukünftigen Missionen vorbehalten. Zum Ende meines Vortrags ein Bild noch, was ich gefunden habe, was uns auf die kommende Zeit einstimmt, wenn die Tage länger werden. Im Sommer, so vielleicht ab Juni, werden wir wieder leuchtende Nachtwolken sehen können. Hier 2012 aufgenommen aus der Raumstation ISS. Und damit komme ich zum Ende und bin sehr gespannt, was sich im Chat herausgestellt hat. Ich frage jetzt mal den Christian, gab es irgendeine Astronomiefrage, die im Chat aufgetaucht ist? Okay, also meine Frage war, ich möchte an dieser Stelle des Abends jetzt gleich ein bisschen Musik machen. Und ich möchte von euch eine Frage aus dem Bereich Astronomie und Raumfahrt hören, die ihr immer mal gerne stellen wollt. Das ist nicht vorbereitet, das ist komplett improvisiert. Und ich bitte jetzt alle Menschen, die zuschauen, lasst mich nicht hängen, wünscht euch irgendwas zum Thema eine Astronomiefrage oder ein Objekt, das ich mal besingen sollte. Irgendein Himmelsobjekt, das mal eine Hymne braucht. Wir haben was? Wie schnell sind Gravitationswellen? Wie schnell sind Gravitationswellen? Mal gucken, ob ich es weiß.
Das inspiriert mich zu einem ziemlich schnellen Jazz. Okay, wie schnell sind Gravitationswellen? Wie entstehen überhaupt Gravitationswellen? Zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen, wird die Raumzeit gekrümmt. Diese Wellen, wie man hört, da ist irgendwo der Weltraum gestört. Sie müssen sich zu jeder Zeit eigentlich ähnlich wie Licht ausbreiten mit Lichtgeschwindigkeit. Und die Gravitationswellen sind so wie die Photonen, die hellen ungefähr. Ich weiß ganz genau nicht, ob das physikalisch korrekt ist, aber eigentlich kommen sie ziemlich gleichzeitig an. Die Wellen der Gravitation sah man im Detektor LIGO schon. Gravitation, oh, Gravitation ist ziemlich schnell. Ich hab gehört, da ist eine Gravitationswelle, deswegen ich hier sofort zum Paul hin schnelle, denn ich fühl mich zu dir angezogen. Ups. Ich will mit dir jetzt schön jazzen und wogen, lass uns gemeinsam jammen und danach noch den Kuchen schlemmen. Bei Gravitation denk ich an Anziehungskraft und dass ich an dir haft. Gravitation ist die Gravitation ist Anziehungskraft. Die Gravitation ist Anziehungskraft. Die Gravitation ist Anziehungskraft. Die Gravitation hat es geschafft. Die Gravitation ist Anziehungskraft. Yeah. Mirja Regensburg! Paul, hier müssen wir jetzt einen Riesenapplaus aufbranden. Mirja Regensburg, unser heutiger Überraschungsgast am Ende dieser Show. Hallo, hallo. Mirja, muss ich euch wirklich mal vorstellen. In der Zwischenzeit denkt euch übrigens schon die nächste Frage aus, die nächsten Antworten auf folgende Frage. Während ich euch gleich die Mirja vorstelle, tippt bitte in den Chat. Unbedingt. Was würdet ihr, wenn ihr an Bord der ISS kreisen würdet? Ihr schaut auf die Erde hinunter und wenn Sterne Wünsche erfüllen könnten, was würdet ihr euch von den Sternen wünschen? Für die nahe Zukunft, für irgendwas. Es muss jetzt gar nicht um Astronomie gehen. Wir machen einfach ein schönes Lied für euch. Auch dieses Lied wird komplett improvisiert sein. Genau, also, was wünscht ihr euch vom Universum? Gibt es irgendwas, was euch auf der Seele brennt, wo ihr sagt, wenn ich drei Wünsche beim Universum frei hätte, das könnte jetzt mal eintreffen, egal was es ist, ein Leben lang frei einkaufen beim Rewe, sowas in der Art. Sowas, ja. Kann alles sein. Kann wirklich alles sein. Und während ihr über eure Antworten sinniert und der Christian schaut genau auf den Chat und wird uns gleich was reinrufen, darf ich euch meine liebe, geschätzte Kollegin Mirja vorstellen. Wir waren ein paar Jahre lang gemeinsam im Bonner Improvisationstheater Springmaus. Mirja hat seitdem eine fantastische Karriere als Solo-Comedian hingelegt und sie ist sehr aktiv auf allen Social Media und ich finde es ganz grandios, dass sie heute hier ist. Wir haben manche Songs zusammen improvisiert in früheren Jahren. Ja. Und Paul ist auch bei meinem Programm sozusagen mein musikalischer Leiter, mein Komponist, mein Brain, mein Helfer in so vielen Bereichen. Lass doch die Leute so ruhig mal wissen, was du alles kannst. Ja, ja, der Paul kann echt viel, das ist ein super Brain und eben auch mein Lieblingskollege. Ha, das hat dir sehr gut getan. Ende des Werbeblocks für mich. Genau. Christian, haben wir was im Chat? Guck mal. Macht es Sinn, Menschen auf den Mars zu bringen und in der lebensfeindlichen Umweltstation? Macht es Sinn, Menschen auf den... Das ist nicht unbedingt ein Wunsch. Kein persönlicher Wunsch. Vielleicht ist es noch von der Frage davor. Aber ich nehme das gerne mit auf. Macht es Sinn, Leute auf den Mars zu bringen, ja? Das okay. Können wir ja oder noch. Oder vielleicht wäre es, wenn es ein Wunsch wäre. Ja. Ich wünsche mir, ich würde zum Mars fliegen. Wäre das was? Ein Mars? Oder haben wir noch was, Christian? Einen persönlichen Wunsch? Ne? Das sind alles Astrofragen. Super, dann machen wir. Vielleicht kommt ja noch was. Ansonsten, machen wir das besingen jetzt wir den Mars und die Sonne. Wir besingen den Mars. Die sind beide wichtig. Thank you.
Momentan schau ich ganz oft gen Himmel. Und ich denke mir, ein Leben auf dem Mars, ja, das wär's. Einfach abhauen, einfach aus dem abhauen. Chaos hier. Ein kleines Tiny House auf dem Mars. Macht es Sinn, macht es Sinn. Für uns alle auf dem Mars. Ja, lass uns morgen einfach fliegen zum Mars. Ich steige in die Rakete, entfliehe Sorgen und Nöte. Ich sage, Leute, das war's. Wenn ihr mich sucht, dann auf dem Mars. Glaubt ihr, das macht mir einen riesen Spaß? Ich fliege einfach hin, egal ob mit NASA oder mit Elon Musk. Ich lande auf dem Mars. 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 Und ihr denkt es schon, ich baue da eine Raumstation. Ich lande auf dem Mars. Ich lande auf dem Mars. Lande auf dem Mars. Und persönlich spüre ich eine Wonne. Denn ich schau jeden Tag rüber zur Sonne. Die Sonne, die keine feste Oberfläche hat. Die Sonne auf jeden Fall, sie ist ein Gasball. Da könnt ihr gar nicht landen. Denn wie jeder weiß, die Sonne ist ein Gasball und an der Oberfläche 4500 Grad heiß. Oh, die Sonne ist heiß. Deshalb bleib auf dem Mars. Die Sonne ist heiß. Die Sonne ist heiß, wie jedes Kind weiß. Deshalb bleib ich auf dem Mars. Von Mars. Und wenn ihr mich sucht, dann sag ich, das war's. Einmal auf dem Mars leben. Mir hier links vor! Paul Hombach! Vielen Dank, ihr Lieben. Danke fürs Zugucken. Das wird ein Hit. Das war's. Auf dem Deutschen Museum in Bonn und vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Video wird permanent verfügbar sein in einigen Minuten. Danke auch für alle, die sich was gewünscht haben im Chat. Wann die nächste Show ist, werdet ihr rechtzeitig erfahren auf den Internetseiten des Deutschen Museums in Bonn oder auf paulhombach.de. Und ja, vielleicht sehen wir uns im Sommer schon wieder mit der nächsten digitalen Ausgabe von Pauls portablem Planetarium. Macht es gut! Und tschüss.